Hallo und willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us 2. So, ich muss ganz kurz schnell hier bei mir leiser machen. Okay. Cool. Cool, cool, cool. Weiter geht's. Oh je, oh je, oh je. Keine Mülltonne auf Rampe. Genau. Das heißt, wir stellen die Mülltonne auf die Rampe. Rutschgefahr auf Rampe. Okay, das heißt, wir rutschen absichtlich auf der Rampe aus und verklagen die hier. Auf Milliardenhöhe. Komm, und? Ach, Quatsch, warte. Falsch. Und? Ah, so war das nicht gedacht. Oh, oh, ich glaube, ich habe mir das Bein gebrochen. Oh, ruft meinen Anwalt. Wollen Sie nicht lieber einen Arzt rufen? Ich habe Anwalt gesagt. Wollen wir nochmal? Das ist cool. Oh! Das sieht gut aus. Oh nein, so geht's nicht. Das ist nicht echt. Oh! Die könnte Fußballer werden. Die könnte ein Spitzenfußballer werden mit der Schwalbentechnik. Oh! Okay. Genug. Ich glaube, das ist das, was man wirklich braucht, wenn man erfolgreicher Fußballer werden will. Man muss eine ordentliche Holzuse sein und richtig, richtig gut jammern können. Ach, ich gucke keinen Fußball. Ich habe keine Ahnung vom Fußball. Ich habe mal International Superstar Soccer Deluxe habe ich lange gespielt. Fand ich ziemlich cool. Seitdem weiß ich, was ein Abseits ist und so. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung vom Fußball. Das sollte nur eine schnippische Bemerkung sein. Aber ich habe keine Ahnung, von was ich da eigentlich rede. Nur, dass ihr es wisst. Schnaps und Flasche und zwei einzelne Schrotpatronen. Warum nicht? Okay. And that's that. Ah, können wir den Container rausschieben. Aber wirklich verdammt. Ich habe einen Plan, aber das ist jetzt schon fast Physikrätsel-Niveau. Ich weiß gar nicht, ob The Last of Us 2 so weit geht. Nein, falsche Taste. Ah, so wird das nix. Nee. Aber das funktioniert theoretisch. Theoretisch funktioniert. Okay. Ich habe mich nur verdrückt. Und los! Geklappt. Das war ziemlich schlau, Ellie. Das stimmt. Kapaza! Haben wir eigentlich noch Pfeile? Okay. Ja, genug. Na dann. Nur für den Fall. Zum Glück wird hier alles in leicht kletterbare Würfel gebaut. In Seattle. Fuck. Ich dachte, ich wäre näher. Guck, jetzt einfach ein Seil. Du brauchst jetzt einfach einen Pfeil mit einem unrealistisch langen Superseil. Und das schießt du dann so piu darüber. Und dann kannst du dich rüberseilen. Wäre jetzt mein Plan. Ich meine, es stimmt schon. Ein unrealistisch langes Seil hat nicht jeder immer dabei. Aber theoretisch. Ich finde es schön, dass sie zum Scheibeneinschlagen wirklich den Griff benutzt. Und nicht irgendwie einfach nur eine normale Schlaganimation macht oder so. Ja, das sind diese Details in The Last of Us 2. Dieses Polishing ist einfach unfassbar faszinierend. Unfaszinierbar. Comics Expo. Yeah. Nice. 2013... Ich dachte, da ist die Welt schon untergegangen. Nee, Quatsch, ich denke jetzt... Ach, ich bin so blöd. Ich war gerade wieder bei Deadly Premonition, weil das 2005 spielt.
Da bin ich gerade durcheinander gekommen. Ich dachte, ich habe hier eine Leiter gesehen, aber wohl nicht. Wie komme ich denn da runter? Kann ich einfach springen? Ist das zu hoch? Können wir da landen? Ja, das geht. Huiuiuiui. Das war aber laut. Meint ihr, da unten sind Monster? Wenn hier Monster wären, würden die mir sagen, oder? Ich habe Angst vor Monster. Ich habe Angst vor Monster. Da habe ich jetzt mal mit ein paar Leuten auf Discord geredet, weil der Bioterrorismus in Resident Evil ist schon super effektiv, oder? Weil ich meine, ich bin jetzt jemand, der hatte nie und hat auch wahrscheinlich nie Angst vor Terrorismus, vor terroristischen Anschlägen und sowas. Weil ich mir denke so, ja, es sind tragische Ereignisse, die da passieren. Ich will das gar nicht runterspielen, aber die passieren halt sehr selten, in sehr kleinem Rahmen und ich, also auf jeden Fall hat mir das nie Angst gemacht, in dem Sinne. Also an mir sind die da zum Glück gescheitert, die Terroristen, weil das ist ja im Grunde der Hintergrund von Terrorismus. Man will ja Angst schüren und so weiter und so die Gesellschaft spalten. Aber Bioterrorismus wäre was ganz was anderes. Wenn so eine Terroristengruppe irgendwie, jetzt weiß ich nicht, wo ich lang gehen soll, irgendwie so ein Rudel Hunter irgendwo in der Stadt aussetzt und nur ein einziger davon flüchtet in die Kanalisation und wird nicht geschnappt. Ein Hunter, so ein Monster mit riesigen Klauen, das einen frisst, dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr aus dem Haus gehen. Ich würde wahrscheinlich nicht mehr alleine in den Keller gehen zum Wäschewaschen. Ich hätte wahrscheinlich wirklich Angst, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, von dem gefressen zu werden, noch viel unwahrscheinlicher wäre. Aber da hätte ich dann doch Schiss irgendwie. Das sieht nach einem großen Raum aus. Ich gehe erstmal da lang. Verschlossen, aber da ist Zeug drin. Und zwar viel Zeug. Jetzt will ich aber wissen, wie wir da reinkommen. Aha. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Jetzt passt auf. Eine Flasche. Das sind aber auch die luschigsten Scheiben überhaupt, oder? Die Flasche ist ganz geblieben. Die ist erst zerbrochen, als sie die Decke berührt hat. Sind halt schon alt, die Scheiben. Alt und brüchig. Schrott. Eine neue Karte. Wen haben wir denn da? Arch Enemy. Den Erzfeind. Der ist bestimmt böse. Nein, er gehört eigentlich zu niemanden, aber er ist schon ziemlich böse. Aber ich finde das witzig, wenn ich ein Böser bin, nenne ich mich auch Erzfeind oder böse Person. Das wird mein Superschurkenname ist sehr böse Person. Oh nein, da ist sehr böse Person. Ja, ich bin es, die sehr böse Person, sehr böse Person. Versteht ihr, weil ich beschreibe mich selbst als eine sehr böse Person und heiße auch so. Ja, okay. The Arch Enemy, Marcus Fordham, 6060. Dieser Verfechter der Selbstjustiz ist ein ehemaliger Armeescharfschütze und äußerst geschickt mit dem Bogen. Sein zukünftiger Weg stand für ihn fest, als seine Familie bei einer Auseinandersetzung der New Dogs und der Society of Champions ins Kreuzfeuer geriet. Von Trauer überwältigt, machte er sich auf eine gefährliche Jagd. Nicht mehr menschlich, sondern übermenschlich. Er legte sich einen Hightech-Tarnanzug und den Spitznamen Arch Enemy. Ah, wegen Bogen. Arch Enemy. Das ist auch so ein bisschen Wortspiel mit Erzfeind und Bogenfeind. Aber ist er ein Bogenfeind, wenn er Bogen benutzt? Zu und stellt mit seinem Jagdinstinkt seinen Buntbogen und einem ganzen Arsenal von Hightech-Fallen für beide Kriegsparteien gleichermaßen eine Bedrohung dar. Neutraler Schurke. Der ist so ein bisschen Punisher. Punisher und Hawkeye in einer Person. Ellie ist auch so ein bisschen so. Wir haben bis jetzt noch keine Scars getroffen, aber von denen haben wir schon so viel gehört, die kommen bestimmt bald. Die Scars sind wahrscheinlich so die wirklich Bösen, oder? Ich bin gespannt, weil ich vermute bis jetzt, dass die Scars wirklich nur so die
die normalen Bösen sind, die Bösewichte, die Schurken, wie man sie erwarten würde in einem Videospiel. Während jetzt die Fraktion, gegen die wir hier jetzt kämpfen, ja so wirkt, als wären das eigentlich nur ganz normale Leute, die hier in irgendeinen blöden Konflikt geraten sind und total unnötig sterben durch Ellies Hand, werden die wahrscheinlich wirklich böse sein. Ich bin gespannt, ob die denen auch nochmal so eine Backstory geben und so eine Geschichte geben, dass die auch irgendwie zu einer, ja, wie soll ich sagen, nachvollziehbar werden. Nur noch 2 schallgedämpfte Schuss, 6 Pfeile. Es ist hier drin so dunkel. Hier drin stinkt's. Hier drin stinkt, aber keine Sporen oder so, wahrscheinlich nur Leichen. Vielleicht sollte ich lieber die Schrotflinte nehmen, nur für den Fall, dass plötzlich was auf mich zustürmt. Okay, die werden im Klo nicht zweimal den gleichen Jumpscare machen, oder? Nee. Okay. Scheiß Wurf. Geschieht ja recht. Ellie, jetzt sei nicht so. Du müsstest doch auch gecheckt haben, dass die Wolves niemanden irgendwie... Ich meine, gut, wir haben schon auch Nachrichten gelesen, dass die Wolves schon auch ziemlich radikal sind, ne? Die haben anscheinend... Also es sind viele unzufrieden, dass die übernommen haben. Oh, oh Gott. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Ein Äffchen. Verflucht. Die Taschenlampe ist gerade absichtlich ausgegangen, oder? Das war gerade gescriptet. Oh, toll. Soll ich da jetzt wirklich schon drüber klettern? Oh, da drin ist es hardcore-pilzig. Ich schau mal noch da rein vorher. Ich glaube, da waren wir noch nicht drin, ne? Ja. Oh, gruselig. Mann. Oh, gruselig. Nee. Nicht gut und echt gruselig. Ich hab's echt erwischt. Grusel, Wusel, Heiterkeit. Nee, eben keine Heiterkeit, nur Grusel, Wusel. Aber den Kakerlaken geht's scheinbar gut. Waren da gerade Kakerlaken oder sehe ich jetzt schon Dinge vor lauter Angst? Vielleicht beides. Ich sehe schon Kakerlaken vor lauter... Ne, warte mal, was? Ich sehe schon Grusel vor lauter Kakerlaken. Oh, nice! Stalker. Fuck. Stalker. Ich muss hier rausfinden. Die Äffchen unter den Zombies. Na kommt Stalker. Scheiße. Wie komme ich nach draußen? Ich würde... Ich sehe dich ganz genau, du Arsch. Okay, ich weiß mindestens von 3, oder waren es sogar 4? Schon komisch, wie anders sich Stalker im Vergleich zu allen anderen Infizierten verhalten, ne? Oh, da sind noch einige mehr. Ich hab dich genau gehört. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war so schlimm. Während ich auf den geschossen habe, habe ich gehört, wie die sich von der Seite nähert auf meinen Kopfhörern. Aber ich konnte nichts dagegen tun und habe dann einfach den Angriffsknopf gehämmert. Was zum Glück funktioniert hat letztendlich. Oh oh. Was? Warte mal. Ach so. Ein Schuss war schon nachgeladen. Verdammt, den habe ich jetzt verschwendet. Okay. Hier ist es echt nervenkitzlig.
Hoffentlich ist es jetzt ruhig. Aber wisst ihr, was ich nicht ganz verstehe? Ich meine, ja, okay. Hier ist ganz viel giftig und überall Monster und so. Das ist schon blöd. Aber wenn es so eine lange Zeit so Militärzonen gab, mit Militär, mit militärischer Ausrüstung und allem drum und dran. Habe ich da gerade was gehört? Ich bin mir nicht sicher. Wäre es da nicht irgendwie möglich gewesen und vielleicht sogar relativ realistisch, dass einfach so ein Team von trainierten Soldaten mit Flammenwerfer in die einzelnen Gebäude geht und systematisch alles wegbrennt, den ganzen Pilz und fertig. Einfach einmal durchmarschieren, ne, so brenn, brenn, Platzschlabber und dann sind alle besiegt. Weil die Infizierten sind scheinbar alle sehr empfindlich gegenüber Feuer, die hätte man gleich miterledigen können. Und so hätte man ein paar Krisenherde quasi, ein paar Keimzonen, hätte man nach und nach quasi die sichere Zone Gebäude für Gebäude erweitern können. Ich meine, das hätte vielleicht lang gedauert, keine Ahnung. Und was es überhaupt gibt, also wie, also ich meine, keine Ahnung. Mir erscheint das irgendwie so unlogisch, dass das so schnell geht, dass dann auch das Militär komplett wegbricht. Ich denke mir immer, was ist denn mit irgendwie, hat man wirklich so schnell keinen Zugang mehr zu zum Beispiel Flugzeugen gehabt? Dass man vielleicht einfach wirklich so Krisengebiete, so Ausbrechzonen, so Ground Zero Gebiete evakuiert und dann wegbombt, wie Raccoon City halt. Ich meine, gut, okay. Das ist schon eine ziemlich drastische Maßnahme. Da wird man sich viele Feinde machen. Aber ich meine ja nur, theoretisch wäre es vielleicht effektiv. Aber gut, ich meine, wenn das mit der Infektion schnell geht und keiner so recht wusste, was los ist am Anfang und so, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das einfach zu schnell ging. Ich glaube, ich habe vergessen, wie man sich duckt. Ah ja, okay, genau. Deadly Premonition, Leute, ich sag's euch, ich spiele schon wieder Deadly Premonition zu lang. Hier waren wir, ne? Ja, genau. Hier habe ich alle getötet. Das ist Krankenhaus. Nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Ah, Quatsch. So. Das habe ich gespürt. Und hier komme ich nicht auf die Straße. Ich muss wieder rein. Wenn du ein unrealistisch langes Seil hättest und einen Pfeil, diesmal müsste er gar nicht so unrealistisch lang sein. Der Pfeil, nein, das Seil. Ah, ich befürchte, ich muss wieder in die gute Stube, ne? Ah, super gut. Da habe ich jetzt aber tierisch Bock drauf. Auch gleich ein Stockwerk nach unten. Das ist immer blöd, ne? Da weiß man nicht, was einem erwartet. Sobald man den Boden berührt, könnte die Action schon losgehen. Naja, Leute, dann machen wir jetzt hier an der Stelle mal Schluss für heute. Morgen geht's dann genau hier weiter. Und dann bin ich gespannt, ob wir gleich da unten überfallen werden von irgendwas Großem oder so. Macht's gut. Bis dann. Ciao.